Wie würdest du die Rolle von Thomas, den du spielst, beschreiben? Also der hat ja einen sehr, sehr schwarzen Humor, sag ich jetzt mal. Würdest du das mit dir vorstellen? Nein. Doch, ich habe schon schwarzen Humor, doch. Glaube ich schon. Er provoziert gerne, sagen wir mal so. Und ärgert gerne, wird aber selber nicht gerne geärgert. Also Ausgang aber nicht. Nicht wie ich. Ich stecke wahnsinnig gerne ein. Okay. Du hast jetzt nun auch selber eine Schwester. Kann man das Verhältnis zu deiner echten Schwester, zu deiner Filmschwester so ein bisschen vergleichen? Also ärgerst du dich auch so ein bisschen, dass du sagst, ach guck mal hier, wo ist die Dicke jetzt hin? Oder was? Oh nee, nein, nein, ich sag nicht, wo ist die Dicke. Erstens ist meine Schwester nicht dick und zweitens würde ich das nie sagen. Also das ist dann schon ein bisschen too much gewesen, so. Sowas würdest du nicht rechnen. Ja, also das ist, nee, das würde ich so nicht sagen. Nee, ich habe meine Schwester, es gab eine Zeit, da haben wir uns sehr, sehr, sehr viel geärgert. Das war aber dann, oh, der Hund pupst. Alter. Aber das ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, warum mein Hund immer pupst, weil er kriegt dann von irgendjemandem kriegt er irgendwas zu essen, was er nicht kennt, und dann pupst er. Und alle denken, der pupst die ganze Zeit, aber es tut er nicht. Vielleicht findet er auch die Fragen einfach nur kacke. Er findet die. Mein Hund kommentiert die Fragen. Mensch. Voll bei der Bildzeitung hat er nicht gepupst. Weißt du, was das Allergeilste ist? Warum dreht ja ein Hund immer den Arsch zu? Und dann weißt du, okay, jetzt wird's übel. Und die sind wirklich übel, die Furze. Ja, du kannst aber immer, wenn du jetzt mal so, dann kannst du mal sagen, was war der Hund? Was soll das heißen? Ich furze nie. 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 Okay, zurück zum Film. Die Zeit läuft. Ich fand dein Bart auch ziemlich cool im Film. Mein Schnauzer? Mhm. Ich habe sehr unterschiedliche Kommentare dazu bekommen. Ja. Warum musstest du diesen Schnauzer haben? Ich fand den cool. Ich fand den auch cool. Ja? Ich werde nur immer gedisst, wenn ich einen Schnauzer habe. Ich habe manchmal sogar privat einen Schnauzer, einfach weil ich Bock habe. Aber habt ihr das so ein bisschen mit Absicht gemacht, dass deine Rolle so ein bisschen unsympathischer irgendwie... Wie? Wieso? Was hat ein Schnauzer mit unsympathisch zu tun? Come on, so ein bisschen. Nein. Ist er... Nee. Ich fand das einfach... Der hat ja so ein bisschen sowas Anfranzösisches und dann fand ich fast der Schnauzer irgendwie gut dazu. Nee, suchst irgendwie nach so einer Figur und das ist halt so ein Checker und hat das irgendwie gut dazu gepasst. Wenn du selber Kinder hättest, wie würdest du... Nicht Adolf. Nicht Adolf. Nein. Das ist doch schon mal gut. So weit bin ich schon. Ich weiß, was ich nicht will. Ist auch gut. Ist auch was.